Die Reise nach Tokio kann beginnen. Wir sind jetzt in München am Flughafen angekommen. Basti ist am Start. Servus. Der Leon kommt da hinten auch. Und jetzt geben wir erstmal unsere Koffer auf. Und wie viel Kilo hat dein Koffer? 26,1. Geht eigentlich. Das ist in Ordnung, glaube ich. Das ist passabel, oder? Freust du dich auf den Flug? Ich freue mich auf den Flug, aber erstmal gehen wir jetzt in die Business Lounge. Das stimmt. So, wir sind jetzt hier angekommen in der Business Lounge. Da gibt es ein wenig Frühstück, Bratwürste, Eier, Sebastian und Leon. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Gebäck. Oh, ein paar Ostereier, wir haben Ostern. Ich weiß gar nicht, ob man das gut sehen kann, aber es gibt jetzt hier ein paar Bratwurst, leider keinen Senf, Käse. Und ich weiß gar nicht genau, was ich mir hier drauf gemacht habe. Tomaten, wird schon schmecken. So, es heißt ja kein Bier vor vier. Deswegen trinken wir jetzt erstmal, was haben wir da? So, Leon hat da ein Prosecco. Prosecco, ein wenig ein Prosecco. Ey Leute, die haben hier wirklich kein Champagner in der Business Lounge. Das ist ja unglaublich. Das ist richtig, richtig schwach. Prost. 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 Wir fliegen übrigens mit Lufthansa dieses Mal Business Class. Hinwärts fliegen wir 12,5 Stunden und der Rückflug wird richtig krass. Wie viel fliegen wir da? 14 Stunden? Fast 14 Stunden, glaube ich auch. Direktflug, das müsst ihr euch mal reinziehen. Und Economy. Economy, ja, der Rückflug leider. Oh, schmeckt ja. Das eigentlich? Ich finde, es schmeckt ganz gut, oder? Kann man trinken mit darum. Ne, früh ist, wie viel Uhr haben wir es? Zähne. Geil. So Leute, ich habe mir jetzt noch eine Scheibe Leberkäse geholt und es gab jetzt Senf. Und hier ein Kartoffelpuffer oder irgendwas. Oder was sagst du, Leon? Wie? Detsch. A Detsch? Bagges, sagt man auch. Bagges. Bagala. Bagala. Leberkäse schmeckt gut. Und jetzt schauen wir mal das an. Die ist voll mit Zimt und Zucker. Ist mal mit Senf. Oder mit Apfelmus. Senf. Boah, voll geil. Schmeckt. Ich glaube, das wird hier schon wieder ein Food-Video. Es gibt jetzt noch hier einen Karottenkuchen. Der sieht echt lecker aus. Schmeckt der? Der schmeckt. Echt? Mal probieren? Ja, ich probiere gerne mal. Saftig. Oh, der ist gut, ja. So Leute, jetzt geht's rein in unser Flugzeug. Okay. Hallo. Hallo. 6K auf, zweiter Gang bitte sehen. Ja, ich bin hier. Du bist hier, glaube ich, oder? 6K. Geil, Mann, heute sitze ich mal am Fenster hier. Basti direkt neben mir. Servus. Ganz wichtig, so genug Beinfreiheit haben wir auf jeden Fall. Ich habe auch jetzt hier dieses Mal das Vergnügen am Fenster zu sitzen. Da drüben ist auch irgendein schöner Flieger. Prost! Prost. Leon, Prost! 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 Prost. Prost. Gucken wir allein mal. Schmeckt. Jetzt hier noch so ein Schlafshirt bekommen. Das bekommt man bei Lufthansa immer, das ist ziemlich nice. Fahren wir das mal runter. Schon geil. Krass. Das ist wie ein Bett. Was machst du jetzt hier? Schlafen. Was noch? Woran denkst du? An Sushi, an meine Shisha. Worauf freust du dich am meisten in Japan? Auf der Shisha. Ja, tatsächlich ja, erstmal. So Leute, die Vorspeise ist jetzt da. Ich weiß gar nicht genau, was das hier alles ist. Irgendwie ein Gemüse und hier ein Salat. Ein Bier gab es auch gerade. Und hast du schon probiert? Schmeckt's? Sehr würzig, ja. Würzig, ja. Ja. Ja, man muss dazu sagen, also im Flugzeug oben ist alles viel würziger. Das könnte man unten gar nicht essen. Weil man hat hier abgeschwächte Geschmacksknospen. Genau, schon mal, weißt du was, wenn du hier zum Beispiel spritziges Wasser trinkst, dann ist es unten so, wie wenn du Medium trinken würdest. Ja. Alter, zeig vorn. Ich habe erst gedacht, es ist warm. Es sieht auch aus, als wäre es warm. Aber schmeckt. Mega Butter. Gurke.
Für was ist das eigentlich, Butter? Ach stimmt, der Labler kommt noch. In Franken sagt man zu Brötchen Labler. Wir sind ja letztes Mal Emirates Business Class geflogen und dieses Mal jetzt Lufthansa. Was findest du besser? Also wenn ich ganz ehrlich bin, overall finde ich Lufthansa besser. Ich glaube ich tatsächlich auch. Also es gibt so Vor- und Nachteile, aber ich finde halt bei Lufthansa hast du jetzt hier zum Beispiel mehr Platz. Weil der Sitz an sich war irgendwie bei Emirates besser quasi, finde ich irgendwie, ne? Also weil die Fußlehne vorne, die ist ein bisschen weit weg. Ja, das stimmt. Kannst du nicht einfach so die Füße auf den. Ich finde, es ist ähnlich eigentlich. Es ist ähnlich. So krasse Unterschiede gibt es jetzt auch nicht, oder? Nee. Also vor allem, ich sag mal, das letzte Mal waren wir ein bisschen abgeschottet. Das war ein bisschen besser, finde ich, ne? Ja. Es war, ist ja alles relativ offen hier. Das ist bei Emirates ein bisschen anders. Da siehst du nicht so die anderen Leute und so, ne? Ja. Aber sonst, also... Der Service ist irgendwie bei Lufthansa besser, finde ich. Der Service. Finde ich auch, ja. So, das Essen ist jetzt da. Wir wollten eigentlich beide Hähnchen haben, aber die hatten es nur noch einmal. Deswegen haben wir jetzt hier einmal Heilbutt mit was auch immer das ist, und Gemüse. Und das ist jetzt das Hähnchen mit Gemüse. Und der Basti und ich, wir teilen uns das jetzt. Kann man essen. So, jetzt gibt es noch irgend so eine Mascarpone. Das schmeckt wie Vanillepudding. Und was ist das daneben? Schmeckt nach Zitrone und das Rote nach Himbeer. Kann man nicht meckern. Boah, mein Bauch. Ich bin voll. So, mein Frühstück ist da. Wir fliegen jetzt noch 2 Stunden, dann sind wir endlich angekommen. Ich habe das Japanische bestellt und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier alles habe. So, wir probieren mal. Kartoffel. Was? Tofu oder so? Ich weiß nicht mal, was das hier ist. Ich habe nicht mal einen Löffel. Du hast alles bekommen. Keine Ahnung, ey. Es war auf jeden Fall ein sehr seltsames Frühstück. Was trinkst du jetzt da noch? Ich trinke einen Kaffee. An Kaffee. Kaffee ist schon wichtig. Ja, Kaffee ist verdammt wichtig. So, wir landen gleich. Hier ist schon alles gefroren an der Scheibe. Ja, wir landen. Ist ganz schön nass hier. Können das die kleinen Reifen halten, ey. So, wir sind jetzt angekommen in Tokio. Und die Taxis, die sehen echt wild aus. Rainbow Bridge. Der Basti, der packt hier schon voll seine japanischen Skills aus. Der hat nämlich ein bisschen Japanisch gelernt und hält sich schon mit dem Taxifahrer auf Japanisch. Wie ist euer erster Eindruck jetzt hier so? Sehr gut, also. Leon? Ich hab gedacht, die Gebäude sind größer. Größer? Ja. Die sind doch groß. Der Taxifahrer findet uns scheinbar sehr sympathisch und hat uns jetzt allen einen Lucky Coin gegeben, der uns Glück bringen soll. Ist schon süß. Ja, den lassen wir jetzt im Geldbeutel. So, wir gehen jetzt ins Hotel rein, The Blossom Hibiya. Der Taxifahrer war geil, oder? Der war saugeil. So, gehen wir mal aufs große L. Lüll. Alter, wie weit wollen wir noch? 12, 13, 14, sagen wir, wie weit geht denn das denn auf? Es geht schon ganz schön weit nach oben, also. Na, bis zum L. Jetzt. Ja, genau, schau. Sieht aber schön aus. So, wir haben jetzt unsere Koffer im Hotel abgegeben. Wir können erst um 3 Uhr einchecken. Wir haben jetzt noch 5 Stunden oder so Zeit und erkunden jetzt mal ein bisschen hier die Umgebung. So, wir sind jetzt mal in so einem Minimarkt. Hier sieht man schon direkt die ganzen Nudeln. Die Musik ist wunderschön. Oh, sieht schon mal sehr interessant aus hier. Da gibt es ein paar Wienerler. Jetzt gibt es hier erst einmal ein Strong Zero. 9% Alkohol. Ja, das ist das beste Bier hier. Das ist einfach nur geiles Bier. Ja, dann nimm halt auch mal eins mit. Jetzt hier das Saufen anfangen oder was? Freilich. Wir wollen erstmal was essen. Meinst du, wir sind hier zum Spaß oder was? Jetzt gibt es den ersten Strong Zero Test. Krass. Wie schmeckt das? Nach Grapefruit oder so. Ja, ich finde es geil. Schmeckt nicht schlecht. Nice. Kann man trinken. Leute, schaut mal.
sind jetzt hier in so einer Gasse und es sieht schon echt ziemlich cool aus hier. Hier gibt es scheinbar auch irgendwelche Frauen. Komm, wir gehen da mal rein. Ah, Alter, es geht hier ab. Krass. Aber hier gibt es auch noch Telefonzellen. Da kommst du aus der Matrix. Hier ist die U-Bahn, glaube ich. Ja, eben, da kommst du rein. Oh, die Straßen sehen schon echt richtig cool aus. Zwar keine Ahnung, was das hier für Läden sind, aber. So, wir sind jetzt mal was. Wir haben es, glaube ich, bestellt. Wir haben jetzt bestellt. Was haben wir bestellt? Wir haben dreimal irgendwas bestellt und einmal Gyoza. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. So, das Essen ist jetzt da. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, schmeckt nicht verkehrt. Ist wegen scharf. Ist scharf, aber. Oh, ich glaube, da ist Tofu drin. Tofu. Alles drin. Die hauen einfach alles rein. Wir haben jetzt einen neuen japanischen Freund, der uns hilft, irgendwie unsere Bar, wo wir hinwollen, zu finden. Wir müssen dann runter, oder? Aber der weiß selber nicht so genau, wo wir hin müssen. Der wird es schon schaffen. So, wir sitzen jetzt hier und trinken ein bisschen an Kaffee. Es gibt auch noch zwei Kekse dazu. Schmeckt der Kaffee? Wie Kaffee halt. Schöner Ausblick. Ich glaube, das kann man hier gerade nicht so gut sehen. Es gibt jetzt hier noch irgend so ein fancy Getränk. Das haben wir jetzt noch einfach so dazu bekommen. Ist auch halt mal was. Ich habe absolut keinen Bock mehr. Ich will wieder nach Hause. So, wir konnten jetzt endlich ins Hotelzimmer rein. Und ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus hier. Mit einem richtig krassen Ausblick. Und das Badezimmer schauen wir uns noch an. Ohne Badewanne, Dusche und so eine Hightech-Toilette. Die sind echt krass. Die haben es richtig drauf. Die sind sogar beheizt. Ja, ich werde mich jetzt mal frisch machen und vielleicht ein bisschen schlafen. Ich bin richtig am Arsch. Der Jetlag ist Endlevel, ohne Witz. So, wir haben uns jetzt fertig gemacht, bisschen gepennt. Und jetzt gehen wir mal was essen. Was essen wir Gutes? Wahrscheinlich Sushi. Wir sind jetzt hier bei The Crossing. Das ist die größte Kreuzung auf der Welt. Und jetzt schaut euch das mal an. Wow, was geht denn jetzt ab? Alter, was passiert hier? Was machen die? Was machen die? Wieso laufen jetzt auf einmal alle hier rein? Das ist ja geisteskrank, Alter. Ey, es ist so crazy, wie viele Menschen hier sind. Es sind so viele Menschen hier. Wow, ey, verrückt. So, wir haben jetzt hier ein Sushi-Restaurant gefunden. Und da werden wir jetzt mal reinschauen. So, wir haben uns jetzt ein japanisches Bier bestellt. Prost. Warte mal, lass mal auf den Leo von der Alle mit dem Handy. Prost. Wir schauen uns nicht mal mehr an, Alter. Wie los? Das ist echt traurig. Schmeckt gut. So, zur Vorspeise gibt es jetzt erstmal ein bisschen Sashimi. Guter Lachs. Sehr gut, ja. So, unsere Nigiri sind jetzt auch da. Die sehen ja wild aus. Warum sind denn da manche so silber? Was war drin? Oha. Krass. Das war sehr lecker. Ja, jetzt wieder im Hotelzimmer. Das war ein unglaublicher Tag. Ich bin fix und fertig. Viele Eindrücke von Tokio. Mega geil, aber die Reise war unglaublich anstrengend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gern ein Abo da, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Gebt mir gerne auch einen Daumen nach oben und einen Kommentar, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.